So Leute, da sind wir auch wieder mit Let's Play Golden Sun 2, der vergessene Epoche. Beim letzten Mal haben wir Lemuria verlassen, naja nicht ganz, ich bin jetzt nochmal zurückgefahren. Denn hier im antiken Lemuria habe ich was vergessen, und zwar einen Djinn, den ich gerne mitnehmen würde. In dieser Folge wollen wir jetzt einfach nur schnell den Djinn und fangen die Tauschquest an. Ja, ich habe mir das nochmal ein bisschen überlegt, wir machen die Tauschquest jetzt. Und zwar müssen wir hier hinten, da hinten das Grasstück mit Zyklon aufwirbeln. Denn dort versteckt sich ein Merkur-Djinn. Hallo, kleiner Freund. Und er versteckt sich jetzt hier in der Statue. Da machen wir einmal Erdgezitter. Und holen wir ihn mal raus. Komm raus, kleiner Freund. Hallo. So, dich können wir aber allerdings noch nicht an Aaron weitergeben. Der Merkur-Djinn Raurei folgt Felix. Ja. Felix wird leider noch ein. Da passt er nicht mal rüber. Versiegelt gegnerische Psy-Energie. Können wir leider noch nichts mit anfangen. Da wir, ich glaube, schon maximale Djinns haben. Na egal. Wir wollen jetzt erstmal hier wieder vom Acker machen. Und die Tauschquest beginnen. Das ist doch direkt hier in der Nähe, wenn wir Lemuria verlassen. Und zwar Südost-Angara Island. Da waren wir schon mal. Glaube ich. Ich meine ja. Und zwar haben wir unten in Tundaria einen hübschen Stein von dem Pinguin bekommen, den wir jetzt eintauschen können. Wir können jetzt an Lemuria auch immer wieder auf denselben Weg betreten, wie wir ihn verlassen. Und zwar einfach durch die linke Passage, die wir freigelegt hatten. Und zwar die hier vorne. Da kommen wir jetzt immer schnell nach Lemuria, falls wir mal da irgendwie so, keine Ahnung, wieso dahin wollen. Und hier kommen wir jetzt runter und nehmen einfach den Weg hier. So, und schon werden wir rausgeworfen. Über denselben Weg kommen wir auch wieder rein, also wir gehen jetzt einfach hier rein. Und schon landen wir wieder am Eingang zu mit Lemuria. Ganz einfach. Habe ich euch das schon mal gezeigt? Unser erstes Ziel ist hier oben, Südost-Angara Island. So, jetzt fängt das so auch schon wieder an. Ist nämlich wieder ein neuer Tag. Ich weiß, ich nehme viel zu viel im Voraus auf. Aber es ist mir halt lieber, wenn ich pünktlich Videos bringe, also täglich. Aktivieren wir mal Frost. Und können die Kiste dann hier runterschieben. Erst die hier. Dann können wir nämlich die Kiste von links dann nämlich drauf schieben, dass sie hier auf die Kiste fällt. Und ja, von darüber springen. Nummer 1. Du kommst jetzt mal hier hin. Von da aus weiter drücken kann. Ja, wir neigen uns auch langsam dem Ende zu. Wir sind ungefähr bei 60%. Ja, also mehr als die Hälfte haben wir schon mal. Kann man sich nicht beklagen drüber. Und ich freue mich. Nicht, weil das Spiel für mich dann zu Ende ist, sondern weil ich dann sagen kann, ja, ich habe Golden Sun 2 durchgespielt, also die ersten beiden Teile. Und darüber freue ich mich. Ja, besonders, weil ich euch dieses Erlebnis zeigen konnte. Cheep, cheep. Und zwar benutzen wir erstmal den Geistleser. Oh, der Stein, den ihr da habt, der ist göttlich, einfach göttlich. Ich muss ihn haben, ich muss. Ich gebe euch mein ausgefallenes Halstuch, wenn ich euren Stein haben darf. Ja. Felix tauscht den Stein gegen ein sehr ausgefallenes Halstuch. Rotes Halstuch. Das war's dann hier auch schon. So, und jetzt geht es für uns nach Nord-Osenia Island. Wo das ist, zeige ich euch dann gleich. Und zwar da, Nord-Osenia Island. Oder Island. Ja. Wo kommt eigentlich der Ausdruck Island her? Ein Land? Ja, einfach südwärts. Passt perfekt. Sollten wir es auch direkt ansteuern können. Ach, ein Wassergeist, der mir wieder auf die Nerven geht. Komm, Blitzschein!
Safety des Wahnsinns. Und Kabelsalat fummelt schon wieder meinem Bein rum. Das ist, ich muss mir auf jeden Fall was überlegen, wie ich was mit dem Kabelsalat lösen kann. Auf Dauer wird das nämlich langsam ätzend. Vor allem müsste ich meinen kompletten Schreibtisch mal umräumen. So. Und zwar muss ich zu der Kuh. Hey Kuh. Wie komme ich denn da ran? Schau mal die Karte her. Wir haben hier eine lustige Karte offen. Wie komme ich an die Kuh ran? Ach so. Ja, hier sieht man schon. Versanden. Schwupp. Und wieder Mumu. Ja, ich lege jetzt Geistleser einfach mal auf R. Wie ich sonst immer habe. Oh, dieses rote Halstuch ist sehr hübsch. Das würde meine Stimmung wiederheben. Ja. Das hält wahrhaftig mein Gemüt. Ja, komm mein Köpfchen her. Felix bindet das Halstuch an den Baum. Okay. Willst du mir dieses entzückende Ding überlassen? Ja. Das ist sehr nett von dir. Ich sollte dir dafür etwas geben. Hier, nimm etwas Milch. Dankeschön, Kuh. Felix erhält Milch. So. Jetzt müssen wir zur Westküste von Indra. Was ist denn hier? Ah, okay. So, jetzt haben wir Milch. Die Milch tauschen wir gegen eine Schildkröte. Ja. Aber haben wir allerdings noch nicht. Doch, da. Ich war da einmal ganz kurz offscreen, weil ich gucken wollte, wo ich hin muss. Oder? Ach, glaube. Na, egal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier hinten hin. Es geht auch schon zwar Richtung unserem Zielort, so Richtung Zielort, nämlich hier unten, die Klippen von Gondovan, da waren wir schon mal, als wir auf dem Weg nach Gibombo waren, aber das interessiert uns noch nicht. Wir machen erstmal die Tauschquest. Schließlich, ne, also wir sind gerade mal bei 60 Parts, 50, 60 Parts und wir haben noch eine Menge zu tun. Also ich rechne schon damit, es wird um die 100 Parts dauern, dieses Let's Play und ja, das wird dann einer meiner längsten Let's Plays, glaube ich, bisher. Okay, ich habe bis jetzt auch nur ein paar. Viel habe ich jetzt nicht zu bieten, aber das, was da ist, ist euer. So, hier will ich hin. Hallo. Westküste von Indra. Gott, schon erstmal mit den Leuten hier. Mein Papa ist der beste Seemann in der gesamten östlichen See. Deswegen kann er jeden Ort erreichen, selbst mit seinem winzigen Boot. Okay. Oh, habt ihr vielleicht ein Glück? Ihr habt ein Boot und könnt reisen, wohin ihr wollt. Bald ist mein Papa mit seinem Boot fertig, dann können wir auch überall hin. Das bezweifle ich, ja. Mit solchen Booten. Seit die Flutwende Indra bewegt hat, können wir Gondovans Westküste nicht erreichen. No. Ich will auch wieder nach Gondovan. Guck mal, hier drinnen, hallo. Wusstet ihr, dass sich Indra bewegt hat? Das war ein großer Schock für uns alle. Seitdem konnten wir die Wasserwege im Süden nicht mehr benutzen. Ja, also, rechnet schon mal mit, dass wir, die ganzen alten Städte, Tolby und sowas, nie wieder, also nicht mehr sehen können. Noch im Abspann, denke ich mal. Wuff, wuff. Nein, ich will den Hund nicht verschieben. Ich rieche frische Milch. Wuff, wuff, wuff. Wollt ihr mir diese Milch geben? Wollt ihr? Ja? Ja? Dafür gebe ich euch dies. Hab ich selbst gefangen. Felix tauscht die Milch gegen die Schildkröte des Hundes. Hey, wir haben eine kleine Schildkröte. So, und die Schildkröte können wir mehr der Zeit eintauschen. Okay, was heißt mehr der Zeit, ne? Östlich von mehr der Zeit. Wofür machen wir das eigentlich gerade? Ich weiß es selber nicht mehr. Ich habe die, glaube ich, damals auch nicht gemacht, weil ich damals als kleines Kind kein Internet hatte. Ja. Naja. Und unser nächstes Ziel ist hier hinten. Island im Meer der Zeit. Ich muss mir noch einmal räuspern. Ich glaube, ich kann mir mal irgendwas zu trinken einschütten. Ja, versuche jetzt. Na. Ja. Ja, mal schon auf die Karte gucken und auf das Glas. Ich habe jetzt keine Lust, die ganze Cola hier zu verschütten.
Wir sind auf dem richtigen Weg. Und da fällt mir ein, ich musste gleich nochmal nach der Aufnahme was machen. Ja. Ich bin jetzt schon so durcheinander, dass ich eigentlich... dass ich kämpfe, anstatt zu fliehen. Ja. Naja, egal. So. Ich kann ja mal schon mal gucken, was wir dafür kriegen. Ach, dafür kriegen wir die Beschwörung. Oder? So, Odysseus haben wir schon. Da will ich, glaube ich, einen Djinn. Oder? Ach nein, dafür kriegen wir... dafür kriegen wir einen weiteren Venus-Djinn. Den nehme ich nämlich suche. Ich war schon mich am Grübeln, wann ich den kriege. So, Island im Meer der Zeit. Hier waren wir schon zweimal. Ja. Ich glaube, einmal zufällig. Huch. Und zwar hat die Schildkröte hier unten nach einem Freund gesucht. Weil sie nämlich so einsam war. Ich bin so traurig und allein. Ich wünschte, ich hätte einen Freund für mich alleine. Hey, hier, guck mal. Hey, ihr habt ja eine kleine Schildkröte bei euch, oder? Warum schenkt ihr der kleinen Kröte nicht die Freiheit und lasst sie bei mir? Ja, deswegen bin ich hier. Endlich habe ich einen Freund. Nicht mehr länger bin ich der einsame Nathaniel. Oder Nathaniel. Ich bin so dermaßen glücklich. Als dann kann ich euch nicht viel bieten, aber ich kann euch mein geheimes Versteck zeigen. Springt auf meinen Rücken. Und los geht's. Die kleine Schildkröte sagt dazu einfach gar nichts. Das ist die Insel, die wir... okay, was heißt die Insel? Die Höhle, die wir gesehen haben von außen. Und schon sind wir da. Wenn ihr wieder zur Insel zurück wollt, sagt mir einfach Bescheid. Alles klar. Eilandhöhle. Hier gibt es nämlich einen Djinn, den ich haben will. So. Schon verraten, es ist ein Venus-Djinn. Das ist das Ding. Diese Markierung auf dem Boden merken wir uns einfach mal. So ein Rätsel ist das. Gucken wir uns doch mal ein bisschen hier um. Hallo, kleiner Freund. Okay, er will uns erstmal bekämpfen. Ich glaube, das ist. Doch, ich weiß gar nicht, wer es ist. Greif nur mal normal an. Vielleicht triggern wir Raiden's Zorn. Natterndunst. Lichtplasma. Steinbruch. Jo. 155 Schaden. Schön. 254. Raiden's Zorn. 218. Oh, Nessel. Oh, das sticht doch. Hören Sie mal auf. Steinbruch. 248 und wurde besiegt. War eigentlich allzu schwer. Und damit hat Felix auch seinen nächsten Djinn und wir sind wieder auf dem neuesten Stand. Der Venus-Djinn geliked, folgt Felix. Das heißt, Raureif kann ich darüber geben. Und wir werden erstmal hier Geleit aktivieren. Huch. Und wir vergessen dadurch zwar Ragnarök, aber lernen die stärkere Version und zwar Odyssee. Odyssey ist die stärkere Version von Ragnarök. Schöner Werteboost. Mächtige Teamattacke. Jetzt müssen wir alle fett wieder sein. Damit ist Felix auch auf 600 KP gerutscht. Und wir haben hier noch Raureif. Dann sind wir, glaube ich, fertig. Kennst du was Neues? Nein, du kriegst aber nur einen Werteboost. Das war's. Wow, ist das billig. So, jetzt fehlen hier nur noch drei Djinns, dann sind wir theoretisch fertig. Praktisch werde ich ja noch was anderes erzählen. Quadratisch praktisch nicht ganz so gut, dass wir jetzt noch was zu tun haben. Wir können hier auf jeden Fall uns mal weiter umgucken. Und was sind das für komische Plattformen? Na, schätzt ihr? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Einen rostigen Stab finden wir schon mal, das ist toll. Rechte Seite ist abgeklappert.
Mich wundert, dass hier keine Gegner mir ins Gesicht springen. Okay, mich wundert es nicht, es erfreut mich. Und natürlich habe ich meinen Mund zu weit aufgemacht. Magikor. Sollten allerdings nicht lange durchhalten. Zephyr des Wahnsinns! Bitte behaltet übrigens euer Elixier und alles, was ihr mir geben wollt, ne? Ausrüstung, okay, aber. Keine Scheiße, bitte. Öffnet die Truhe. Schildstiefel! Schildstiefel hebt Verteidigung, senkt Geschwindigkeit. Ugh. Nee. Die Dinger hier können wir leider noch nicht benutzen. Steht hier noch was? Ja, das ist was. Das war's erstmal. Wir kommen auf jeden Fall nochmal zurück. Ein Drache. Blitzschein! So, das war's aber auch erstmal für diese Folge. Wir haben in dieser Folge die komplette Tauschquest erledigt. Schon mal schön. Und das war's dann für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.